Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem kleinen Informationsvideo. Heute geht es um unseren Minecraft Community Server Host Anbieter. Das ist nämlich Host Unlimited. Und da werde ich jetzt ein kleines Video mal über Host Unlimited machen. Aus dem Grunde hier, man kann hier sehen, man darf, es gibt hier eine Taschengeldaktion. Man kann hier praktisch Host Unlimited Promoter werden, wenn man Videos macht. Und ich werde jetzt das erste Video machen. Also, das ist die Oberfläche, der Anfang auf Host Unlimited. Ich gehe jetzt nicht ganz hoch, weil da oben stehen meine persönlichen Daten und sowas. Und nicht so wichtige Sachen. Noch ein Stück kann ich hoch, glaube ich. Man sieht nämlich hier, da Game Server, oben drauf ist nur Kram. Ja. Also hier, das ist diese Hauptseite, was ich schon mal nicht schlecht finde, ist hier diese Kundeninformationssystemanzeige. Also ist wirklich sehr cool, man sieht hier direkt, wo massive Überlast ist, wenn man merkt, irgendwie der Server laggt, und dann kann man gucken, ob seine Sachen hier möglicherweise drinstehen, weil es gibt immer wieder Kunden. Weil hier hat ein Kundenserver mehr als über 300% CPU-Last generiert und dann ist der Arbeitsspeicher vollgelaufen und hin und her. Und da merkt man dann halt, warum es eben bei einem hakelt, wenn die Nachbarn bzw. Leute, die mit auf dem Server liegen, dann sich nicht an die Regeln halten und da irgendwie so merkwürdige Zahlen da fabrizieren, weil sie, was weiß ich, 1 Milliarden Redstone-Schaltungen laufen haben oder, ach, keine Ahnung. Ja, das finde ich nicht schlecht hier. Hier sieht man dann nochmal die ganzen Facebook-Likes und der Status-Report von Host Unlimited. So, wenn man dann hier auf Game Server drückt, kommt man auf das Wichtigste eigentlich, das Web-Interface. Also hier kann man dann seinen Server leiten. Hier, das steht in unser Server. Die IP ist es auch gleichzeitig hier oben. Der Name ist auch die IP. Man kann sich das auch auflösen lassen und sich die richtige IP, die normale IP in Zahlen eben anzeigen lassen, wer das so nicht mag. Hier kann man dann einmal auf die Detailübersicht gehen. Da bin ich jetzt praktisch, ich habe jetzt das gleiche wie hier in dieser Ansicht auch, nur habe ich es jetzt halt viel, viel größer. Hier die Konsole, Datei-Editor, Updates und Plugins, Map-Upload und so weiter. Und wenn ich eben hier drauf gehe, sehe ich das hier oben einfach nochmal so in groß. Das war praktisch die etwas ältere Ansicht, erst vor kurzem, ich glaube vor einem Monat oder sowas, wurde das aktualisiert. Und ja, deswegen, ich lasse das hier mal offen, weil das finde ich übersichtlicher. Also man hat hier einfach seine ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Man kann den Server hier starten oder stoppen oder auch neu installieren. Man kann die Konsole öffnen und gucken, was gerade so geschehen ist, oder alte Logs auslesen, wenn man Hinweise hat, dass jemand gecheatet hat oder sowas, kann man da rumwurschteln. Ich denke, die meisten wissen, was der ganze Kram hier zu bedeuten hat. Eine wichtige Sache ist hierbei auch noch, dass die Möglichkeit, dass man eben Dateien auf den Server hochladen kann. Dafür habe ich mir hier FileZilla heruntergeladen, das ist kostenlos. Man bekommt über Host Unlimited eben die Daten. Ich glaube, beim Anmelden oder sowas kriegt man die Daten für den FTP-Zugang. Und ich bin jetzt praktisch schon eingeloggt hier in den Server. Ich kann jetzt, das ist der Server Minecraft 3467, Trash ist unwichtig, ist eben nur Müll. So. Hier sieht man dann den Server, so wie man es auch von den Servern kennt, wenn man selbst welche hat, über seinen PC laufen lässt oder eben, ne? Hier sind einmal die Maps, World, World Nether und World The End. Und hier ganz wichtig für die ganzen Cracks unter euch, beziehungsweise einfach die Plugin-Menschen, die alles brauchen, hier sind die Plugins drin. Da könnt ihr auch dann Plugins einfach hochladen, ne? Wenn ihr hier links auf eurem Desktop, ihr könnt auch einfach Drag and Drop vom Desktop hier rein, könnt ihr euch die Jar-Dateien herunterladen von den Plugins, die ihr eben haben möchtet. Die Versionsnummern müssen nur eben übereinstimmen. Es gehen zwar auch oft ältere Versionen, aber dennoch ist halt oft ein Probieren. Man zieht es drauf, wenn man die Jar draufgezogen hat und den Server restartet hat, hat man dann hier nochmal einen Ordner, wo man dann eben weitere Sachen einstellen kann, hier in der Config und so weiter und so fort. Und ja, das ist echt eine ziemlich einfache Sache. Also wenn man sich jetzt hier nochmal anschaut. Was habe ich denn da? Achso, ich lade gerade noch was hoch. Ist eine ziemlich einfache Sache eben. Total übersichtlich. Ich gehe jetzt doch nochmal auf diese Ansicht, weil die werdet ihr eh alle sehen. Hier kommt ihr auf die Detailansicht, hier die Konsole. Hier bekommt ihr den Datei-Editor. Da könnt ihr eben einige Dateien hier nochmal direkt umschreiben, wie die Server-Properties oder neue OPs auf die Listen schreiben, dass ihr weitere Operator habt. Updates und Plugins. Also Host Unlimited bietet auch von sich aus einige Plugins so an, die man draufladen kann. Finde ich nicht schlecht, vor allem für Anfänger ist das wirklich gut. Die jetzt gar keinen Plan haben von FTP-Kram und hin und her und links und rechts. Die gehen einfach hier drauf, laden sich ihre verfügbare Mod drauf. Hier wollen mit Bucket, über Bucket laufen halt eben viele Plugins oder die meisten oder alle, ich weiß es nicht. Daher haben wir Bucket, wir sind selbst auch nicht so die Ultra-Cracks, aber Bucket scheint gar nicht so übel zu sein. Das kann man Host Unlimited jetzt auch nicht vorwerfen, dass es hier zu wenig ist. Es gibt einfach unzählige Plugins, die kann man sich eben heraussuchen auf bucket.net oder .org, glaube ich. Müsst ihr halt selbst gucken. Also noch generell zu Host Unlimited.
Die sind sehr günstige Anbieter. Am Anfang dachten wir möglicherweise auch, dass wir herausgefunden haben, warum es so günstig ist, weil wir starke Performance-Probleme hatten. Selbst ohne Plugins hatten wir oft Abstürze um die gleichen Uhrzeiten. Das hat sich aber jetzt zu unserer Überraschung, hat sich das geregelt, oder wurde anscheinend geregelt. Wir haben keine Abstürze mehr. Die waren immer von 20 bis 22 Uhr, konnte man eigentlich gar nicht drauf spielen, weil der Server eigentlich immer abgenippelt ist. Egal, ob jetzt 10 Leute drauf waren oder nur einer. Er ist oft einfach abgeknippelt. Auch anfangs, als wir gar keine Plugins drauf hatten. Da ist wohl irgendwas im Hintergrund, hat irgendjemand Updates oder was weiß ich laufen gehabt. Wir haben dann mit dem Support geschrieben. Erst hat man wohl, oder haben wir wohl aneinander vorbeigeredet oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat uns das schon ein bisschen gestunken, aber dann wurde es behoben. Perfekt. Also, und jetzt können wir überhaupt nicht mehr klagen. Es ist wirklich ein sehr günstiger Anbieter. Der Server läuft stabil. Wahrscheinlich haben wir mittlerweile auch zu viel Plugins drauf für die paar Gigabyte Arbeitsspeicher. Deswegen werden wir das auch bald erweitern. Aber dennoch läuft der Server stabil. Also, ich glaube, wir haben jetzt 30 Plugins drauf und haben 4 GB RAM. Haben letztens wieder zu 10 drauf gespielt. Oder zu 11. Und tipptopp. Es hat gar nichts. Ist gar nichts passiert. Da sind wir natürlich sehr froh, dass das jetzt aufgehört hat mit diesen Abstürzen. Und ja, man muss halt eben einfach mit den Leuten auch sprechen mit Host Unlimited. Auf der einen Seite will Host Unlimited das ja auch, dass man einfach diese Fehler reportet, weil man kann, es wird einem eben geholfen, wie man bei uns merkt. Auf der anderen Seite will man doch eigentlich selbst, dass es dann weiterläuft, da muss man sich doch dann melden. Ich verstehe halt manche Leute nicht, wenn sie dann einfach sagen, es geht nicht und ich wechsle dann den Ding, wenn es abgelaufen ist, bla bla bla. Muss man sich eben einfach mal mit den Leuten auseinandersetzen und zusammensetzen und eben sprechen, ja. Ja, das wäre es eigentlich soweit gewesen. Ich hoffe, ich habe die 2 Minuten hier auch erfüllt. Das ist jetzt auch ein kleiner Test, ob eben diese Taschengeldaktion tatsächlich immer noch greift. Und ja, ist echt eine nette Sache. Wirklich eine, also wenn das tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt noch nirgendwo gelesen, dass es klappt. Ich habe aber auch noch nirgendwo gelesen, dass es nicht klappt. Also ich gehe da völlig mit keinem Vorwissen herein. Wenn das klappt, das ist echt wirklich eine edle Geschichte hier, die ganze Sache. Also von daher, drück mir die Daumen, dass es funktioniert. Gut, dann wäre es eigentlich soweit gewesen. Also geht zu Host Unlimited, wenn ihr wirklich einen günstigen Server haben wollt. Falls ihr anfangs keine Problemchen habt, schreibt eben die Leute an, sprecht mit den Leuten, dann wird das auch geregelt. Vielleicht dauert es einen Monat oder sowas, aber man bekommt sogar die Zeit erstattet. Also man bekommt den Betrag, den Monat, die Zeit eben, die man, wo es hängt, erstattet auch. Also von daher, da kann man nichts sagen. Meldet euch bei Host Unlimited an, ihr Säcke. Das muss ich auch auslöschen. Nee, ich lasse es drin. Gut, okay, alle hopp, dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao. Als kleiner Nachtrag noch hier, unsere Dynmap ist auch installiert auf unserem Host Unlimited Server. Also es geht auch, ne? So, jetzt ist aber gut, ne? Ciao.